Die Leukämie, auch als Blutkrebs bezeichnet, ist eine maligne Erkrankung des blutbildenden oder des lymphatischen Systems. Sie gehört im weiteren Sinne zu den Krebserkrankungen. Leukämien zeichnen sich durch stark vermehrte Bildung von funktionsuntüchtigen Vorläuferzellen der weißen Blutzellen aus. Diese werden auch als Leukämiezellen bezeichnet. Sie breiten sich im Knochenmark aus, verdrängen die dort übliche Blutbildung und treten in der Regel auch stark vermehrt im peripheren Blut auf. Sie können Leber, Milz, Lymphknoten und weitere Organe infiltrieren und dadurch ihre Funktion beeinträchtigen. Die Störung der Blutbildung vermindert die normalen Blutbestandteile. Es entsteht eine Anämie durch Mangel an Erythrozyten, ein Mangel an blutungsstillenden Blutplättchen und ein Mangel an reifen, funktionstüchtigen weißen Blutzellen. Je nach Verlauf unterscheidet man akute und chronische Leukämien. Akute Leukämien sind lebensbedrohliche Erkrankungen, die unbehandelt in wenigen Wochen bis Monaten zum Tod führen. Chronische Leukämien verlaufen meist über mehrere Jahre und sind im Anfangsstadium häufig symptomarm. Chronische Leukämien werden häufig durch Routineuntersuchungen festgestellt. Sie beginnen meist schleichend und die ersten Anzeichen sind Unwohlsein, Fieber, Ermüdung und eine Leistungsminderung. Daneben können auch Nachtschweiß und Gewichtsverlust bestehen. Des Weiteren können Milz- und Lymphknotenschwellungen auftreten, sowie ein Juckreiz, Ausschläge und Infektionen. Eine akute Leukämie hat sehr vielfältige Symptome. Oft treten diese aus völliger Gesundheit heraus auf und es kommt zu einem schweren Krankheitsbild mit zum Beispiel Blässe, Schwäche, Blutungsneigung mit Spontanhämatomen, eine Anfälligkeit für Infektionen mit Fieber und geschwollenen Lymphknoten sowie auch Milz- und Lebervergrößerungen. Zudem können auch Müdigkeit und Nachtschweiß auftreten. Die akute lymphatische Leukämie ist eine akute Leukämie, die von bösartig entarteten Vorläuferzellen der Lymphozyten ausgeht. Dabei kommt es zu einer in der Regel rasch fortschreitenden Knochenmarksinsuffizienz, das heißt einer schwächer werdenden gesunden Blutbildung mit Mangel an Erythrozyten und Thrombozyten. Es treten allgemeine Leukämiesymptome auf. Zusätzlich findet sich ein Befall des zentralen Nervensystems sowie auch Knochenschmerzen. Lymphknoten und Milzschwellungen sind hingegen eher selten. Bei der Labordiagnostik können die Leukozytenzahlen erhöht, normal oder auch erniedrigt sein. Es besteht eine Anämie, eine Thrombopenie und eine Granulopenie. Darüber hinaus kann ein Hiatus leukämicus auftreten. Daneben können auch erhöhte Werte für die Blutsenkungsgeschwindigkeit, Harnsäure und LDH auftreten. Beweisführend ist in der Regel der Befall durch unreife Form des Knochenmarks. Die chronisch-lymphatische Leukämie ist ein niedrig malignes, leukämisch verlaufendes B-Zell-Non-Hodgkin-Lymphom. Sie ist in der westlichen Welt die am häufigsten vorkommende Leukämieform und tritt vor allem im höheren Lebensalter auf. Es kommt zu einer malignen Entartung der reifen Lymphozyten. Es bestehen allgemeine Leukämiesymptome. Anfänglich kann eine Leistungsminderung und Nachtschweiß auftreten. Zudem finden sich Juckreiz, Pilzbefall, leukämische Hautinfiltrate und Herpesinfektion. Labordiagnostisch wird das Blutbild und Differentialblutbild erstellt, wobei häufig eine Erhöhung der Lymphozyten gefunden werden kann. Daneben wird auch eine Immunphänotypisierung der Leukämiezellen im peripheren Blut durchgeführt. Die akute myeloische Leukämie ist eine Erkrankung des blutbildenden Systems. Hier bei der Myelopoese, also des Teils des blutbildenden Systems, der für die Bildung von Granulozyten, Monozyten, Erythrozyten und Megakaryozyten verantwortlich ist. Sie führt zu einer zum Teil massiven Vermehrung unreifer Vorstufen der Myelopoese im Knochenmark und in der Mehrzahl der Fälle auch im Blut, also einer Leukozytose. Es bestehen allgemeine Leukämiesymptome. Zudem können intravasale Gerinnungen und Zahnfleischwucherungen auftreten. In der Labordiagnostik findet sich eine Anämie, eine Granulopenie und eine Thrombopenie. Die Blutsenkungsgeschwindigkeit kann erhöht sein, ebenso finden sich erhöhte Werte bei Leukozyten, der Harnsäure und auch LDH. Therapeutisch stehen Chemotherapie und Knochenmarkstransplantation im Vordergrund. Die chronische myeloische Leukämie, auch chronische Myelose genannt, ist eine chronische Leukämie, die mit einer starken Vermehrung der Leukozyten, speziell Granulozyten und ihren Vorstufen im Blut und im blutbildenden Knochenmark einhergeht. Die Erkrankung ist in der Anfangsphase häufig symptomlos. Erste Symptome können dabei erst nach Jahren auftreten. Dabei bestehen dann allgemeine Leukämiesymptome. Später kommt es zu einer Zunahme der Symptome bis hin zum Blastenschub. Diese Blastenkrise
geht mit einer Erhöhung der Myoblasten und Myolozyten einher, welche in der Regel zum Tod führt. Es kommt zudem zu einer Milzvergrößerung bis hin in das kleine Becken. Labordiagnostisch finden sich eine Anämie, eine Thrombozytose und später auch Thrombopenie. Es kann eine Leukozytose mit Werten von 30.000 bis 700.000 pro Mikroliter bestehen. Daneben kann auch die Bildung leukämischer Thromben mit Organinfarkten auftreten. Es finden sich zudem erhöhte Werte für LDH und Harnsäure.